Ich beginne jetzt mal für mich zu sprechen. Bin eben seit 93 hier und habe mich ab dem ersten Moment wohlgefühlt. In Summe arbeite ich mit meiner Haber gern aufgrund der Teambildung. Also ich habe meine Leute, ich habe meine Techniker, die sind zum Bauleiter geworden, ich kann mich auf mein Team verlassen. Das Lästigste für mich ist einfach die Abwechslung zwischen Büro und draußen sein. Also einfach der Praxisbezug, der ist lästig. Das Zusammenarbeiten unter den Kollegen, aber auch auf der anderen Seite mit unseren Auftraggebern, was sehr, sehr angenehm ist. In der Haber Group bieten wir jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, im Unternehmen zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Wir fördern sehr stark junge Mitarbeiter. Wir haben einmal im Jahr eine Teambuilding-Veranstaltung, wir haben einen gemeinsamen Firmenskitag. Es gibt alle 2 Jahre einen Betriebsausflug. Wir versuchen eigentlich schon, dass wir den Leuten sagen, sie sollen alles fragen, weil es ist, wenn jemand im Stahlbau anfängt, es gibt es nicht, dass man von der Uni oder von der Schule kommt und das alles kann. Das geht einfach nicht. Es geht bei uns auch darum, dass man einfach seinen Hausverstand einbringt und genau ist, aber alles andere lernt man erst im Beruf eigentlich. Das persönliche Highlight, das kommt erst. Also, wenn ich auf die 100 Meter Höhe über Linz schaue, weil es ist das höchste Wohngebäude, das derzeit in Oberösterreich gebaut wird und auch gibt. Das Positive ist einfach, finde ich, wenn ein Problem, du stehst vor einem Problem und auf einmal denkst, arbeitest zusammen mit den verschiedenen Projektbeteiligten und es kommen verschiedene Lösungsansätze und auf einmal funktioniert es. Und das ist einfach immer wieder schön aufs Neue zu sehen, dass was weitergeht und man sieht einfach den Fortschritt. Grundsätzlich muss man sagen, jeder, wer was arbeitet, dem passieren Fehler. Wichtig ist, dass man zu den Fehlern steht und schauen, dass man eine gemeinsame Lösung findet. Das gehört natürlich auch aufgezeigt, um später wieder solche Fehler zu vermeiden.